Herzlich willkommen zur Ziehung der Wochenkarte für die Zeit vom 20.03. bis zum 26.03.2023. Mal schauen, was uns die Wölfe für eine Wocheninspiration geben, was wir bearbeiten können, was wir anschauen können, wie wir uns nächste Woche hinterfragen können. Und da ist sie auch schon gefallen. So. Zack. Hüte dich vor Überheblichkeit. Selbstvertrauen ist wertvoll. Wer sich jedoch über andere erhebt, ist nicht selbstbewusst, sondern schwach. Denn er verschließt seinen Geist. Wahre Stärke muss nicht angeben. Konzentriere dich nicht auf das Ich. Öffne dich für das Wir. Dann musst du nichts mehr kämpfen. Also, ein gutes Selbstvertrauen ist wichtig. Es ist wertvoll, das sollten wir haben, aber wir sollten uns nie über andere stellen. Wenn jemand Schwächen hat und Probleme hat, sollten wir ihn nicht auslachen oder deswegen runtermachen, sondern ihm helfen. Ihm helfen, in seine Kraft zu kommen, ihm helfen, dass er vorankommt und vor allem ihm helfen, dass er seine Schwächen ausgebessert bekommt, dann sind wir stark, dann sind wir selbstbewusst, weil wir haben keine Angst vor Konkurrenz und keine Angst vor einem Konkurrenzkampf. Wenn wir uns aber über ihn lustig machen, weil er das nicht kann und wir es können, dann ist das eine Art der Überheblichkeit. Die sollten wir versuchen abzulegen. Wir sollten den Menschen helfen, unsere Stärken zu erkennen und ihnen helfen, ihre Schwächen in den Punkten, wo wir Stärken haben, auszumerzen. Also sie darin unterstützen, selbst eine Schwäche zu einer Stärke zu machen. Dann sind wir selbstbewusst, haben Selbstvertrauen, helfen anderen, bekommen dann im Gegenzug irgendwann, wenn wir eine Schwäche haben, wo sie eine Stärke haben, Hilfe zurück. Denn wenn du dich über jemanden lustig machst und du hast dann in einem Punkt, wo er eine Stärke hat, eine Schwäche, wird er sich auch über dich lustig machen, im schlimmsten Fall. Es sei denn, er ist eine gute Person oder sie und hilft dir dann, was aber nicht immer sicher ist. Daher, seid nett zueinander, versucht selbstbewusst zu sein, aber seid nicht überheblich und macht euch nicht über andere lustig. Ich wünsche euch viel Erfolg am Arbeiten in der nächsten Woche daran und bis nächsten Sonntag.